Hallöchen, zunächst den Mod vorstellen. Heute haben wir hier einen Deutz DX310. Der Mod, der hat die Version 1.0 und die Modgröße von 32 MB. PS 40 PS, 100 Liter Sprit, 40 km/h. Ihr könnt hier die Schutzbleche, Felgenfarbe, meine ich natürlich, ändern, wie ihr es haben wollt. So oder halt in diesem Knackgelb. Ja, dann könnt ihr hier die Auswahl treffen zwischen Standard, dann mit dieser Kabine, so dass man es besser sieht. Dann habt ihr hier noch die andere Kabine mit dem richtigen Dächle drauf. Oder die, ja, ihr seht es selber. Die Varianten haben wir. Die sind möglich. Und ein Frontladeranbau, ja oder nein, je nachdem. Mehr ist nicht einstellbar. Wir gucken uns jetzt mal die Kiste an. So sieht sie aus. Von hinten sieht sie dann so aus. Mal gucken, ob die Schläuche nachher bei der Maschine passen. Wie gesagt, hier haben wir dann noch einen ohne Dach. Ja. Hüpfen wir hier rein. So, hier drin kann man jetzt nicht wirklich viel machen. Hier jetzt extra mal noch hier das Menü an. Hier geht definitiv nichts. Wir haben eine Hupe bediener. Standardhupe, aber sonst geht hier nichts. So, Motor lassen wir mal an. Füße werden nicht gedrückt. Lenkrad wird auch, ist auch ein bisschen komisch gelenkt. Ihr seht, ich finde die Animation passt hier nicht ganz. Aber ich finde allgemein das die Lenkung so immer ziemlich gut. Aber wie gesagt, er biegt ja hier komplett einen Arm durch. Der andere Arm geht auf die Seite raus. Ja. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Der ist ziemlich laut, die Kiste. Kabel stecken drin. Funktioniert soweit. Ich mache mal kurz ein bisschen leiser. Der ist ja ziemlich laut hier. Da muss ich schon so arg brüllen. So. Ein bisschen besser jetzt hoffentlich. Ja, müsste besser sein. Genau, also wie gesagt, das funktioniert soweit. Liegt da so gut drin. Allerdings, die Antriebswelle ist nicht angeschlossen. Die Zeiger funktionieren wohl nicht, wie es aussieht. Ah, okay, der hat keinen Anschluss. Okay, alles klar. Ups. So sieht es, wie gesagt, von innen aus. Ein bisschen komischen, so einen komischen Sound, Unterbrechung drin. Lenkt sich ziemlich leichtgängig. Und wie gesagt, Füße bewegen sich nicht. Genau. Auch der Fuß hier geht ein bisschen in das Metall unten rein. Und ja. So, jetzt hüpfen wir mal kurz mit dem mit Frontlader rein. Gucken wir, ob das noch funktioniert. Das wäre jetzt der ohne Dach. Was auch gerade auffällt, ich zeige es euch gleich. Jo. Oh, okay. Aber funktioniert, wie es aussieht. Genau. Jetzt schaut mal, wenn ich Gas gebe auf den Schornstein. Es ist ziemlich hell. Es wird dunkel. Ihr seht's. Es ist sehr, sehr dunkel.
Und jetzt wieder weniger Gas. Jetzt wird es wieder heller. Upsa. So, gucken wir mal, wie es im Dunkeln sich verhält. Nochmal den Motor geschwind ausmachen. Gucken wir mal kurz, wie es im Dunkeln mit der Kiste aussieht. Einmal Licht, zweimal Licht. Ah, geht bloß an und aus. Hinten geht gar kein Licht. Machen wir den Motor an. Ne, hinten und bloß vorne geht Licht. Hinten tut sich gar nichts. Blinker. Auf einer Seite funktioniert's. Die andere Seite funktioniert's auch. Warnblinker funktioniert auch. Sehr schön. Gut. Innen drin. Wir haben hier ein Licht, ihr seht es hier. Aber es kommt kein Licht unten raus. Wir haben zwar einen Lichtschein hier, aber es kommt halt nichts aus dem Scheinwerfer hier hinten raus. So. Was wollen wir jetzt noch gucken? Genau, wie es innen drin aussieht mit dem Licht. Aber passiert hier auch nichts am Licht. Man sieht nichts. Blinker hört man allerdings. Man sieht aber nichts. Okay, gut. Ja, gucken wir noch kurz in die Logdatei rein. Muss ein bisschen schauen. Ja. Wo ist er denn? Da ist er. Wir haben hier einen Error drin. Ob der dazugehört oder vom Spiel kommt, kann ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall ist da ein Lua Call Stack drin. Der wiederholt sich auch. Und ja, hier haben wir dann, ach, das ist was anderes, okay. Aber fängt auf jeden Fall hier irgendwo an. Bisschen, nee, das ist ja der, genau, 13er. Da haben wir auch Warnings drin. Dann kann ich ein bisschen weiter hochgehen. Dann, ja, gut, dass ihr es mal gesehen habt. Link wie immer in der Beschreibung, wenn ihr haben wollt. Und wenn es euch gefallen hat, dann däumlich noch ein Abo, würde mich sehr freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mod oder Karte oder Twitch oder was anderes. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch und ciao.